Ja, der April macht, was er will, und der Mai scheinbar auch, wenn man nach dem Wetter geht. Die alte Woche ist vorbei und eine neue Woche ist angebrochen. Und ich darf Sie wieder recht herzlich zu unserem Steiermark-Magazin auf Kanal 3 begrüßen. Diese Woche haben wir wieder viele informative und abwechslungsreiche Berichte im Gepäck. Sie dürfen also gespannt sein, was Sie erwartet. Ja, was ein Kachelofen ist, wissen die meisten. Wie aber wird er hergestellt? Für unser Thema der Woche haben wir einen Hafnermeister über die Schulter geschaut und erfahren, wie viel Arbeit in so einem Kachelofen steckt und warum er so beliebt ist. Wer einen Kachelofen in seinen vier Wänden haben möchte, der für ein angenehmes Raumklima sorgt und auch optisch etwas hermacht, der benötigt den Hafnermeister zum Ofensetzen. Aber nicht nur Kachelöfen werden von ihm hergestellt, der Hafner hat einen vielfältigen Tätigkeitsbereich. Ein Hafnermeister baut gesetzte Öfen, also für deine, das heißt Kachelöfen, Herde, Kamine, Pizzaofen, Bochofen zum Beispiel, ist im Prinzip alles, was im Prinzip dann so heizt und rein theoretisch dann mal fließen legen, ist auch, gehört auch zum Hafnerberuf, ja, also alles in der Richtung. Einen Kachelofen aufzumauern, das benötigt neben dem handwerklichen Geschick auch ein gewisses Maß an Zeit. Es kann schon mal 1 bis 2 Wochen dauern, bis der Ofen fertiggestellt ist. Je nachdem, wie aufwendig der Ofen gestaltet werden soll, beziehungsweise welcher Kundenwunsch erfüllt werden muss. Durch seine spezielle Bauweise hält der Kachelofen die Wärme besonders lange im Raum. Der Kachelofen ist deswegen so lang warm, dass ich halt relativ viel Masse in relativ kurzer Zeit auf. Also ein Kachelofen, spricht man ungefähr, der hat ungefähr 1,5 Tonnen Gewicht, also dann, was man aufheizt. Und das gibt es natürlich langsam den Raum ab und deswegen ist das also angenehme Wärme. Im Vergleich zum Schwedenofen, der hat 100 Kilo und der ist schnell warm, schnell kalt, also ist nicht vergleichbar. Um eine konstante, angenehme Raumtemperatur über den gesamten Tag zu erhalten, muss der Ofen 1 bis maximal 2 Mal am Tag eingeheizt werden. Als Brennholz eignet sich so ziemlich alles, von Buche bis Fichte. Wichtig ist dabei, dass das Holz unbehandelt und nicht feucht ist. Auch zu viel Holz sollte nicht aufgelegt werden, um eine Überhitzung des Ofens zu vermeiden. Das Hauptmaterial, aus dem der Kachelofen besteht, ist der wärmespeichernde und stark feuerfeste Schamottziegel. Schamott ist im Prinzip gebrannter Ton, also und der hält viel länger die Wärme an, ist speziell für Temperaturwechsel beständig ist er und deswegen nennt man eigentlich immer Schamott, ja. Bei der Planung eines Kachelofens gibt es für den Hafnermeister einige Dinge zu beachten. Auch der Höhenunterschied ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Im Prinzip wird das alles berechnet nach Berechnungsprogramm. Man muss auch im Prinzip den Wirkungsgrad nachweisen, dass auch die Abgaswerte passen für den. Der Kachelofen ist ja sehr umweltfreundlich. Und natürlich hat das auch mit der Seehöhe zu tun. Wenn ich jetzt einen Ofen auf 400 Meter mache und würde die ganze Anlage jetzt auf 1400 Meter ganz gleich bauen, würde der nicht mehr funktionieren, weil der Luftdruck anders ist. Wenn alles geplant, berechnet und mit dem Kunden abgesprochen ist, geht es an die Vorbereitung, Materialbeschaffung und dann wird der Ofen Stück für Stück aufgebaut. Im Prinzip ist es ähnlich wie ein Hausbau. Ich fange vom Grundgerüst auf, vom Sockel, vom Gemauer, also dann baut man das auf. Muss man schauen, dass man, wie man die Luft woher kriegt. Also dann, ja, dann wird das mit der Brennraum gemauert, dann kommen die Züge, wo's das Rauchgas im Ofen drin geht. Also dann, ja, und dann wird die Hülle verbaut. Und dann ganz zum Schluss kommt dann natürlich die Keramik bzw. der Verputz, also dann, damit das ein schönes Bild hat. Und wie gesagt, das geht nach Kundenwunsch und nach Platz, was man hat und ja, nach Form natürlich. Besonders in der heutigen Zeit, wo Strom und Energieversorgung immer teurer werden, bietet der Kachelofen eine leistbare Alternative. Regelmäßige Wartungen und Reinigungen des Ofens nach der ersten Heizperiode sollten zumindest alle 2 Jahre von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion nach allen Richtlinien zu gewährleisten. Der Kachelofen ist immer ein Boom gewesen, das wird schon bei der Ölkrise angefangen. Und natürlich spielt es auch mit, dass es im Prinzip auch ohne Strom geht. Also den Holz hat man im Prinzip vor der Haustür. Es wird immer mehr. Wenn er dann fertig ist, verleiht er einem Raum das gewisse Etwas und romantischen Nächten vor dem Kaminfeuer steht nichts mehr im Wege. In der Burg Oberkapfenberg gab es zur Walpurgisnacht mystische Stimmung. Die MVG trommelte die Hexen für ein Hexenfest zusammen und das freute Kinder und Erwachsene. Ja,
Legenden besagen, dass sich Hexen in der Nacht zum 1. Mai versammeln, um einen ganz besonderen Tanz zu vollziehen. Oft findet dieses Zusammenkommen auf Bergen oder eben auf alten Burgen statt. Kapfenberg nimmt sich dieser Tradition, die als Walpurgisnacht bekannt ist, an und lädt zum Hexenfest. Das Hexenfest gibt es mittlerweile schon jetzt seit Jahrzehnten und ist eigentlich immer wieder gewachsen. Und mittlerweile, muss ich sagen, sind wir wirklich schon sehr stolz, dass wir dieses Hexenfest hier in Kapfenberg haben. Und man sieht heute bei dem tollen Wetter, es verteilt sich wirklich auf der kompletten Burg. Die komplette Burg ist bespielt. Wir haben heute für unsere kleinen Marionettentheater, Kinderschminken, Animationsprogramm, ganz viel Musik. Und natürlich auch die Hexen mit dem Hexentanz und mit dem Hexentreiben. Für ein sicheres Ankommen bei der Burg stehen für alle, die gerade keinen magischen Besen zur Hand haben, die Shuttlebusse der Mürztaler Verkehrsgesellschaft zur Verfügung. Das Busunternehmen ist nämlich spezialisiert darauf, auch bei schwierigen Straßenbedingungen eine Vielzahl an Besucherinnen und Besuchern an ihr Ziel zu bringen. Wir fahren im Viertelstundentakt. Wir probieren wirklich jeden Fahrgast wirklich pünktlich draufbringen. Gell? Also es ist die Herausforderung eben wirklich, dass man eben schaut, dass man nirgends aneckt, ja. Ist wirklich, die Kurven sind sehr eng, ja, wie du gesehen hast. Wir müssen uns recht links halten, teilweise, dann wieder rechts bergseitig, gell. Also, und sehr zum Aufpassen, eben Fußgänger, Radfahrer. Das ist die Herausforderung. Aber es ist eben wirklich extra für uns gesperrt worden, dass wir wirklich ein Einbahnsystem haben, dass uns kein Eingehen kommt und dass wir wirklich freie Fahrt haben drauf. Das Highlight des Hexenfestes sind neben dem vielfältigen Programm definitiv die Besucher, die sich dem Motto annehmen und für magische Stimmung sorgen. Ja, man sieht, woher wir kommen, oder? Aus dem Mittelalter. Wir sind viele hundert Jahre alt. Wir kommen immer zur Walpurgisnacht und treffen uns. Zu tanzen, singen, lachen. Bis tief in die Nacht hinein ertönten mystische Klänge von der Burg Oberkapfenberg, bis auch das letzte magische Wesen von der Mürztaler Verkehrsgesellschaft wieder sicher nach Hause gebracht wurde. Die Lidl Österreich Schulläufe sind die größte österreichweite Schullaufserie und zudem seit 24 Jahren ein fixer Bestandteil bei den Schulen Österreichs. Auch heuer haben sich wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 19 Jahren bei diesem Spektakel eingefunden. Es ist wieder soweit. Die Lidl Österreich Schulläufe sind im vollen Gange und machen diesmal gleich zweimal in der Steiermark Halt. In der Steiermark gibt es sehr viele laufbegeisterte Schulen. Ist ein Bundesland mit wirklich sehr vielen Teilnehmern. Wir haben heuer einen Teilnehmerrekord in der Steiermark. Es haben mehr als 1600 Schülerinnen und Schüler genannt für die Vorausscheidung. Und heuer ist ja ein Novum, dass wir seit langem wieder mal in der Steiermark das Bundesfinale austragen. Und natürlich ist es heute ein Heimspiel, um sich für das Bundesfinale am 14. Juni auch hier in der Steiermark zu qualifizieren. Darum sind so viele Kids heute hier am Start. Bei uns ist so, wir sind der Schule in Bewegung, das heißt, wir schreiben uns das auf die Fahnen und wir sind heuer wieder mit 230 Schülern und Schülerinnen vertreten. Das heißt, fast die ganze Schule läuft bei uns immer mit, sehr gerne und jedes Jahr wieder. Ich gehe in die Volksschule Straßgang und ich bin mit einem Reisebus zu dem Laufevent heute gekommen. Und Laufen, das gefällt dir generell? Du hast das so auch gern? Ja, Laufen gefällt mir sehr. Und wie schaut das bei dir aus? Hast du dich auf dieses Laufevent speziell vorbereitet? Hast du trainiert ein bisschen oder gar nicht? Ja, ich habe schon trainiert mit meinem Papa in der Siedlung. Ja, also ja. Und freust dich auch, dass du da bist? Ja, ich freue mich sehr. Die Begeisterung fürs Laufen sieht man den Kindern an. Wer weiß, welche Talente hier noch schlummern.
Ja, ich bin auch in der Schule immer gern gelaufen im Turnunterricht. Wir sind dann zum Glück auch bei den Schulläufen mit dabei gewesen und so kann man sagen, hat meine Karriere gestartet. Ich habe die Motivation gefunden, ich habe einfach die Inspiration gefunden für den Laufsport und bin dann dabei geblieben und quasi wirklich vom Schulläufer zum Profiläufer habe ich mich entwickelt. Die Siegerehrung durfte abschließend auch nicht fehlen. Neben dem Spaßfaktor für die Kinder diente die Veranstaltung zudem einem guten Zweck. 1 Euro pro gelaufenen Kilometer ging an Licht ins Dunkel. Einen Escape Room der besonderen Art gibt es im Universalmuseum Joanneum zu sehen. Aus dem ehemaligen Schaubergwerk kommt man nur heraus, wenn man seine grauen Zellen anstrengt und alle Rätsel lösen kann. Escape Rooms sind mittlerweile ein beliebter Zeitvertreib für Leute, die Spaß an dieser Kombination von Abenteuer, Unterhaltung und kniffligen Rätseln haben. Im Universalmuseum Joanneum wurde ein historisches Schaubergwerk, welches in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts speziell für das Museum errichtet wurde, vor einiger Zeit zu so einem Escape Room neu umfunktioniert. Es ist so, dass das Schaubergwerk war ja schon da und wir wollten diesen Originalschauplatz erhalten und haben die Geschichte in das Schaubergwerk hineingeplant. Und es geht natürlich um Bergbau, um Ressourcen und darum, dass die Besucher und Besucherinnen, die dieses Abenteuer buchen, herausfinden müssen, worum es geht in ihrer Mission. Auf der Abenteuertour durch ein Bergwerk darf natürlich auch die nötige Schutzkleidung nicht fehlen. Ja, ganz wichtig ist, so wie ihr dort seht, der Helm, weil es ist ein Bergwerk, es ist eng, es ist finster, es ist niedrig. Man bekommt auch eine Schutzkleidung, so wie das ist, wenn man in ein Bergwerk geht, und eine spezielle Taschenlampe. Exit the mine, also verlasse die Mine, ist die Devise. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir haben uns ja die Geschichte überlegt, meine Kolleginnen und ich, und wir dachten, das ist alles ganz logisch. Und zum Glück haben wir tatsächlich einen Monat lang mit unterschiedlichsten Gruppen getestet und haben dann noch Adaptierungen vorgenommen. Circa eine Stunde hat man Zeit, um die Rätsel zu lösen. Wenn man nicht mehr weiter weiß, wird einem geholfen. Außerdem hat man ja noch sein Team zur Unterstützung. Es ist für Gruppen für maximal 6 Personen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Erstens ist das Bergwerk sehr niedrig und eng. Und bei Escape-Spielen ist es so, wenn die Gruppe zu groß werden würde, dann kann man auch nicht mehr gut zusammenarbeiten. Und es ist für alle ab 12 Jahre. Zu viel über den Escape Room wollen wir dann auch nicht verraten, denn schließlich soll jeder selbst herausfinden, ob er die Rätsel lösen und aus der Mine entkommen kann. Haben Sie schon einmal von einem Drahtkasten gehört? Wenn nicht, dann passen Sie jetzt auf, denn in unserem nächsten Bericht erfahren Sie mehr über dieses beliebte Ferienjuwel. Vor über 100 Jahren war das hier mal ein ehemaliger Getreidespeicher. Hier wurde damals Getreide oder Saatgut eingelagert, manchmal aber auch geräuchertes Fleisch. Dieser sogenannte Drahtkasten wurde in mühevoller Arbeit an einem anderen Ort abgebaut und hier im Bezirk Harzberg neu aufgebaut. Und das mit viel Liebe zum Detail. Ja, das war mein erstes Projekt, mit dem ich die Liebe sozusagen zu dem Alten gewonnen habe, und ich habe das damals 1999 begonnen als Ferienhaus aufzubauen, bin heute sehr froh darüber. Dieser Drahtkasten ist einer von sehr wenigen in der Steiermark. Mit Hilfe von Architekten wurde hier alles bis ins Detail geplant und umgesetzt. Wer natürlich nicht fehlen durfte, das war der Bauherr persönlich. Man ist natürlich bei so einem Vorhaben immer selbst präsent, das heißt, man arbeitet mit den Handwerkern, ich tue das auch sehr gern. Und das Wichtigste ist immer natürlich, dass man die Materialien entsprechend auch einsetzt. Ja, bei den Hölzern, man unterscheidet da zwischen sonnseitig oder regenseitig verwittert oder nordseitig. Auch bei den Bodenmaterialien, wir haben da alten Ziegel, dass das natürlich auch authentisch ist und für das Gebäude auch passt.
Für die Konstruktion dieses Gebäudes wurde das originale alte Holz verwendet. Im unteren Bereich, wo wir uns jetzt befinden, war damals eine Art Garage und das haben wir natürlich so adaptiert, dass man hier sozusagen auch wohnen kann. Dieser Getreidespeicher kann heute gebucht werden und er ist für 2 Personen ausgelegt. Alles, was man benötigt, ist hier auch vorhanden. Rustikales gepaart mit Modernem. Wir wollten auch eine gewisse Frische sozusagen in den Raum bringen, die der Gast auch spürt, und dadurch haben wir dann sozusagen das Traditionelle mit den Modernen kombiniert. Auch der Holzherd im Hintergrund, der wurde abgetragen und stammt aus einem alten Bauernhaus in der Nähe von Währing, wurde dann sozusagen angepasst an die Situation, die wir da haben im Raum, und wieder aufgebaut. Detailverliebt ist die gesamte Einrichtung. Nahezu alles ist von Hand gefertigt. Harmonisch vereinen sich altsteirische Baukultur mit stilvollen modernen Akzenten. Und dafür hat der Drahtkasten auch die Auszeichnung das steirische Wahrzeichen erhalten. Er ist Musiker mit Leib und Seele. Für unser Interview der Woche haben wir mit Gottfried Bignitter gesprochen und in Erfahrung gebracht, was ihn mit den Kernburm verbindet und was einen echten Musiker ausmacht. Geh, Alte, schau mich nicht so deppert an. Der Weltverdruss, der steirische Brauch, das waren nur 3 Songs, die was wirklich um die Welt gegangen sind von den legendären Kernburm. Ja, die Kernbombe, die gibt es ja leider nicht mehr, aber es gibt die legitimierten Nachfolger, nämlich das Schneider-Vetrier. Und da habe ich heute einen zu Gast im Interview der Woche, nämlich in Gottfried Bignitter. Servus. Servus, grüß dich. Wir haben es wieder geschafft. Vor dem Kernbombe-Museum, bei strahlendem Sonnenschein. Du schaust richtig erholt aus. Wie war der Urlaub? Ja, wir waren jetzt wirklich ein paar Tage auf Erholung, aber man braucht es zwischendurch, weil es geht ja wieder richtig los. Die Austern waren und alles ist immer wieder, ja, wie soll man sagen, wir spülen, wir haben im Gasthaus viel zu tun, also es läuft wunderbar. Und wie wir schon eingangs erwähnt haben, ihr seid ja die legitimierten Nachfolger. Was, ihr habt euch das Ziel gesetzt, die Tradition der ehemaligen Kernburm weiter am Leben zu behalten? Ja, wir sind ja alle 3 mit Kernburmmusik aufgewachsen. Mein Vati hat bei den Kernburm gespielt, in Manfred sein Onkel in dem Fall und in Markus Kern sein Opa war der Trompeter eben bei den Kernburm, der Erich Kern. Und so ist uns die Musik ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Wir haben zuerst schon mit den Bignitterburm gespielt, da war das auch so Kernburmmusik ein bisschen. Und jetzt, ja, mittlerweile sind es, glaube ich, schon bald 17 Jahre, wo wir mit dem Schneider-Wirt-Trio spielen und unsere Tradition pflegen. Also auch die alten Kernburmlieder sehr gern spielen, ein paar eigene sind auch dabei. Ja, was findest du, was hat die Kernburmmusik so einzigartig gemacht? Es hat gegeben die Laventaler, das war ein einzigartiger Sound, es hat gegeben die Slauka Ausenig, das Oberkreiner Sound war legendär, aber auch der Kernburm-Sound war legendär. Die Kernburm haben waren wahrscheinlich die erste Musikgruppen überhaupt, die gesagt haben, sie werden irgendwo Berufsmusiker und haben dann als Besonderheit immer ein bisschen eine Show gemacht, sage ich mal, nicht nur Musik gespielt. Und beim Musikspielen war dann der dreistimmige Klang sehr entscheidend, glaube ich, eben mit der Posaune, Trompetenklarinett, Posaune und die hohe Stimmung. Das hat alles schon ein bisschen anders geklungen und jeder hat einen typischen Ton auch gehabt, gell, beim Musizieren. Und wenn die zusammengespielt haben, hat das einfach geklungen. Du hast nach 2-3 Tönen sofort gewusst, das sind die Kernburm. Was waren die typischen Instrumente der Kernburm? So wie ein klassisches Trio heutzutage? Nein, die waren immer zu fünft. Ne? Also das heißt Trompeten, Klarinett und Posaune. Die Posaune eben als Melodieinstrument. Und dann war das Akkordeon und der Bass dazu, die Tuba. Ja, und damals hat es immer geheißen, das kenne ich noch von meinem Opa, von meinen Eltern, gehen wir Kernburm schauen. Das war immer der Klassiker, wo es war. Kann man heute sagen, gehen wir Schneider-Wirt-Trio schauen? Kann man, glaube ich, schon vergleichen ein bisschen. Ja. Wir haben ja auch die gleiche, sage ich mal, Tracht, unser Markenzeichen, der Kernburm-Hut, Erzherzog Johann-Hut. Und wir machen auch immer ein bisschen was für die Leute zum Schauen. Und damit die Leute auch, wie soll ich sagen, es soll lustig sein. Das Programm, die Leute sollen gemütlich mitsingen, sollen ein bisschen schunkeln, ein bisschen jodeln. Wir sind da sehr traditionell
unterwegs. Das war ja auch das mit dem Hut. Das hat's ja, es gibt ein eigenes Lied davon. Ja, das sind die Musi mit dem die Hut. Die Musi mit dem Hut, ja genau. Das ist die Tradition, das gehört genauso dazu wie die Musik. Ja, das ist für uns einfach wichtig. Heutzutage ist alles so schnelllebig. Heute gibt es da was Neues, da was Neues. Und wir wollen einfach diese Tradition pflegen, wie ich gesagt habe. Und da gehört einfach auch die Tracht einfach dazu, die Lederhosen. Mhm. Wir ziehen uns immer Krawatten an, ein weißes Hemd. Und es muss auch immer schön sein. Wir sind alle drei gleich angezogen und das soll ein gutes Bild auch machen, finde ich. Auf der Bühne und auch so, wenn genau. Man unterwegs ist bei den Leuten. Genau, so ist es. Ja, es war ja 1948, war ja der große Durchbruch mit dem steirischen Brauch. Aber ja. Es ist eine Musik, die was jetzt, kann man sagen, 70 Jahre später noch immer jeder kennt. Ob das jetzt ein 70-Jähriger ist oder ein 10-Jähriger, das ja. Kennt ja jeder. Es hat, diese Lieder sind fast Volkslieder geworden, ja. Kann man sagen. Gell? Die jungen Leute, also wenn du da singst, den steirischen Brauch, da singen einfach alle mit. Und da sind einige Lieder, die richtig ein Volkslied geworden sind. Die wissen gar nicht, dass das für die Kernburm irgendwo ist, aber die Lieder kennen sie. Und das ist für uns auch ein Vorteil irgendwo, gell? Dass man sagt, man spielt die Lieder an und die Leute können einfach mitsingen, so wie auch im Museum die Leute oft bei den Liedern beim Film einfach mitsingen, weil es einem halt das noch immer im Ohr ist. Und logischerweise als Nachfolger muss man auch die Lieder vom Vorgänger nochmal spielen. Ja, und am Leben halt, wie man gesagt hat. So ist es, genau. Ja. Mhm. Ihr lebt ja Tradition, das ist ja euer Spruch. Ja, genau. Was gehört jetzt für dich persönlich zur Tradition dazu? Ja, Tradition, also mit der Musik. Aber wir leben Tradition, das heißt auch, die Familie ist natürlich ganz was Wichtiges und wir haben ja auch schon das Glück, also wir sind schon, also meine Frau und ich, schon Omi und Opa, das haben wir schon zwei Einkerler, also das ist ja auch eine schöne Tradition, ja. Wenn man Kinder hat und Einkerler hat und traditionell auch, wenn wir da umschauen, zum Schneider wird, unser Gasthaus, da sind wir auch schon jetzt 28 Jahre Wirtsleute. Kann man auch schon für Tradition rein nachher. Also Vollblut-Musiker, Vollblut-Gastwirt ja. Und auch Museumsdirektor, kann man sagen. Museumsdirektor, das ist gut. Na gut, wir stehen jetzt hier ja vom Kernburg-Museum. Im Jahr 2000 haben wir es eröffnet, das Kernburg-Museum. Zwei alte Bauernhäuser abtragen und zu einem Haus zusammengebaut und da ist die Ausstellung drinnen und da kommen sehr viele Reisegruppen her. Und schauen Sie das dann auch im Rahmen des Ausfluges dann. Ja, und was kann man sich erwarten im Museum? Was ja, wird da alles ausgestellt? Es wird die Geschichte der Kernburm eben gezeigt. Es fängt an von mir aus mit den ersten Instrumenten, was sie so gespielt haben. Es gibt ganz alte Plakate, Auszeichnungen, Fülle. Es ist vom Musikantenstadl, wenn wir einen Fernsehwastel sehen, wo original oder so. Einfach alte Sachen. Und dann gibt es dann auch noch einen Filmraum. Jetzt hören wir unseren Simon Neisel. Wir haben einen kleinen Tierpark auch dabei. Einen Tierpark habt ihr? Ja, so einen Streichelzoo. Meine Frau liebt die Tiere. Und okay. Da gibt es, wenn wir schon beim Thema sind, ein paar Haserl, ein paar Enten, ein paar Schweintel haben wir drüben und Eisel. Und das kann man sich also. Und Landwirtschaft noch dazu nebenbei? Ja, so eine kleine Landwirtschaft nur, ja. Genau. Schauen wir noch einmal zurück zum ja. Museum. Was für eine Verbindung hast du jetzt noch damit? Du hast jetzt zum Beispiel, du kennst die alten Instrumente noch. Du kennst also, da die ganzen Kernburm, aber hast du da jetzt eine persönliche Beziehung auch zum Museum jetzt? Vielleicht besonders, ich meine, durch das mein Vater gespielt hat dort und wenn ich dann so Führungen mache, da auch, also die Führungen macht auch die Mutti sonst und sonst, wenn sie nicht Zeit hat, mache ich das auch, dann ist es immer wieder jedes Mal ein bisschen sentimental, auch für mich. Ich sehe gern dort Stein drinnen oder auch im Film und immer wieder spielen wir seine Lieder. Das heißt, das ist für mich auch ganz was Schönes eigentlich. Gell? Und auch zum Kern Erich, wenn ich so zurückdenke, meine Erfahrungen, wie ich so ein kleiner Bub war, habe ich auch schon ab und zu mitfahren dürfen mit den Kernbums auf kleine Tournee oder so Auftritt. Und da habe ich vom Kern Erich, das war der Trompeter, seine Trompetenkauferl halt auf die Bühne aufgetragen und dann, wenn sie gefahren sind, habe ich es wieder runtergetragen. Das war halt meine Arbeit. Deine Ehre aber. Ja, so bist genau. Das kann mich halt noch erinnern. Auch. Aber du bist jetzt ja beim Schneiderwirt-Trio, das gibt es jetzt doch schon einige Jahre jetzt. Aber du hast jetzt nicht mit dem Schneiderwirt-Trio angefangen, du hast ja nicht mit dem Big mit der Trio angefangen, sondern du hast ja deine ersten Schritte schon weit vorher gehabt, oder?
Ja, schon als kleiner Bub, wenn man so zurückdenkt, das war zuerst einmal unsere Hausmusi, haben wir gehabt, Vati, Mutti und ich. Dann waren auch die vier Jungsteirer, haben wir zusammen gespielt. Das ist ja ganz interessant. Ganz junge Burschen waren wir da. Dann hat es eben auch noch die Steirermusik gegeben. Und dann waren die Pigneterbuben und dann der Schneiderwirt-Trio bis heute. Also das immer Furtmusik. Wird es auch bleiben wahrscheinlich jetzt. Ja, so ist es, genau. Wie schaut es aus jetzt mit dem Schneiderwirt-Trio? Wann gibt es wieder mal in der Steiermark zum Sehen? Also die Auftritte kann man auf unserer Homepage gerne anschauen, schneiderwirt.at. Da findet man alles. Ich weiß nicht alle auswendig jetzt, aber es gibt auch heuer ein paar lustige Sachen. Berchtesgaden zum Beispiel auch einen Auftritt. Oder wenn man so zu Ostern jetzt unseren Frühschoppen Revue passieren lässt, unglaublich, was sich da anspielt immer und dass die Fans nach wie vor wirklich die Musi mögen. Und was waren so deine persönlichen Highlights auf der Bühne mit dem Schneiderwirt-Trio? Da fällt mir als erstes ein die Ski-WM-Eröffnungsfeier in Schladming. Da sind wir im Planei-Stadion gestanden und haben das Lied Lipizzaner Heimat gespielt vor einem, ja, kann man sagen, Millionenpublikum im Fernsehen. Und dort, das Stadion war bombvoll. Und also da muss ich sagen, das war wirklich ganz toll. Das vergisst man natürlich nicht mehr. Das war 2002? Nein, 2013 war das. Die Ski-WM-Eröffnungsfeier. Also die Ski-WM, okay. Ja gut, und wie schaut es jetzt in Zukunft aus? Gehst du jetzt wieder Urlaub buchen? Oder? Nein, jetzt ist keine Zeit für einen Urlaub. Jetzt ist einmal unsere Hauptsaison auch im Gasthaus. Mhm. Beim Schneider wird die Bussaison, also wir haben im April und im Mai, also diese Muttertagsfahrten, gell, da kommen die Reisebusse und wir haben da ein tolles Paket für die Leute, sie tun gut Mittagessen, dann gibt es eine Museumsführung, dann gibt es ein tolles Tortenbuffet nach Traumschiffort. Meine Frau, die macht selber die Mehlspeisen auch und dann spielt der Schneiderwirt-Trio für die Gäste. Oder wenn einer sagt, mir ist der Schneider wieder alleinig auch genug, dann spiele ich alleinig Ja gut, ja. Als Harmonikaspieler kann man ja wirklich eine ganze Partie so unterhalten. Genau, das geht auch. Ja gut, dann sage ich Dankeschön, wünsche dir jetzt noch viel Spaß und natürlich toi toi für die, mit dem Schneiderwirt-Trio. Danke. Wo soll die Reise hingehen? Was für Reise meinst du? Mit dem Schneiderwirt-Trio. Also, es wäre schon schön, wenn es einfach so bleibt. Gell? Die Kollegschaft, das Musikspielen macht einfach Spaß und wenn wir daheim so spielen und auch die Leute zu uns herkommen, das ist eine ganz eine tolle Geschichte. Hoffen wir, dass es so bleibt und ich sage danke auch natürlich fürs Interview und schicke liebe Grüße an alle Damen und Herren, die Kanal 3 anschauen. Dankeschön. Bitte, danke auch. Alles Gute, danke, ciao. Die ZTE HLA Meisterliga spielt das große Playoff am Freitag, den 12. Mai ab 20 Uhr in der Sporthalle Bruck an der Mur. Die BC Füchse gegen den Tabellenführer Fürthof Krems. Freitag, 12. Mai ab 20 Uhr in der Sporthalle Bruck. Die BC Füchse gegen den UHK Krems. Powered by iNetz. It's Showtime! Vom 21.04. bis 21.05. gastiert der Zirkus Louis Knie im Schwarzl Freizeitzentrum mit einem internationalen Spitzenprogramm für Groß und Klein. 21.04. bis 21.05.2023 Zirkus Louis Knie im Schwarzl Freizeitzentrum. Tickets gibt es unter tickets.louisknie.com. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail.
ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Das Land Steiermark ist das Land der Burgen und Schlösser. Die Burg Kaisersfeld war in früheren Zeiten ein eindrucksvolles Bauwerk. Heute ist sie zu einer Ruine verkommen. Die Burg Kaisersberg entstand wahrscheinlich im 12. Jahrhundert, doch dürfte die erste wohl zum größten Teil hölzerne Anlage noch in das 11. Jahrhundert zurückreichen. Kaisersberg war damals ein landesfürstliches Lehen, das an die Grafen von Pfannberg vergeben worden war. Sie oder einer ihrer Vasallen werden als Bauherren der Burg vermutet. Durch Verschwörungen wechselte die Burg mehrmals zwischen dem steirischen Landesherrn und den Pfannbergen. Die Burgruine Kaisersberg liegt etwa 5 Kilometer westlich von St. Michael auf einem Felssporn, der sich an einer Stelle gegen das Murtal vorschiebt, an der die Mur eine breite Schleife zieht, die fast bis an den Felssporn heranreicht. Dadurch war das Murtal an dieser Stelle nur direkt unterhalb der Burg passierbar. Aber was an Kaisersberg heute am meisten beeindruckt, ist die Größe. Mit einer Gesamtlänge von über 110 Metern und einer durchschnittlichen Breite von 25 Metern zählt Kaisersberg zu den größten Burgen Österreichs. Erstaunlich dabei, dass die Burg nicht über Jahrhunderte hinweg vergrößert wurde, sondern von Anfang an in diesem Ausmaß konzipiert wurde. Der Ausbau zum Schloss erfolgte um das Jahr 1460 und scheint historisch dokumentiert zu sein. Dabei wurde am höchsten Punkt der Burg ein mächtiger, vierstöckiger Wohnturm errichtet. Da später dann die Verwaltung in das neu gebaute Schloss verlegt wurde, geriet die Burg ab 1793 in Verfall und wurde so zur Ruine. 1827 übernahmen die Grafen Lamberg den Besitz. 1872 kam Kaisersberg an die Fürsten Liechtenstein und schließlich 1882 an die Familie Meyer-Mellenhof. Seit dem Jahr 2005 ist die Burgruine im Besitz von Dr. Sigurd Hochfellner. Es ist die Nacht der Hexen und Teufel, die Walburgisnacht. Für unser Spontan der Woche wollten wir von den Steirern wissen, wie gut sie sich hinsichtlich dieses alten Brauchtums auskennen. Spontan! 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 Spontan natürlich! Was wissen Sie denn über die Walburgisnacht? Walburgisnacht ist eine Hexennacht. Ja, die Hexennacht, also eigentlich ist es was für Frauen, oder? Ist eine Hexennacht eine magische Nacht und vielleicht unsere Dimensionen auf und ja, mag einmal mittendrin sein. Was wissen Sie denn über die Walburgisnacht? Ja, das ist einfach das Vertreiben von den bösen Geistern und Dämonen und ja, einfach, dass die Hexen früher sozusagen das mitgeholfen haben, dass wir dann den Frühling starten. Ja, eigentlich ist es ja die Sommersonnenwende, nicht? Das ist die Zeit von Dezember bis jetzt eben, wo die Tage immer länger geworden sind, ab jetzt wird sie halt wieder kürzer, nicht? Und das ist halt immer gefeiert worden, bei den Kelten und so weiter, bei den heidnischen Völkern, sagen wir es einmal so. Das ist das, was ich jetzt halt weiß. Hexentreffen, mystisch, einfach nur grenzgenial auf der Burg Oberkapfenberg. Burgisnacht wird am 30. April und 1. Mai gefeiert. Und ist ein heidnisches Fest und die Hexen haben verschiedene Tänze aufgeführt, aber früher war das nicht so, weil die heilige Nutburga, nach der das Fest benannt ist, war eine Heilige, die auch Wunder bewirkt hat und das war ein christliches Fest. Was wissen Sie denn über die Walburgisnacht? Ja, nix. Spontan! 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 Spontan natürlich! Die Welt in 3D gedruckt in Graz lautet das Thema des dieswöchigen Stadtgesprächs mit Gregor Wittalm. Zu Gast ist Dr. Matthias Katschnick. Die Welt in 3D, gedruckt auch in Graz, meine Damen und Herren. Ja, das ist eine Technologie, von der Sie schon gehört haben, bin ich ganz sicher. 3D-Drucke.
Und da haben wir in Graz, in der Achse zum Murtal nach Obdach eine Kompetenz, die wir Ihnen heute ganz speziell vorstellen. Herzlich willkommen beim Stadtgespräch, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder im Merkur Headquarter. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und ich freue mich auch über meinen Gast. Das ist der Dr. Matthias Katschnick. Er ist der technische Leiter von Hage. Von Hage 3D, das ist quasi ein Spezialtool. Wir haben über Hage ja schon gesprochen. Die Zuseherinnen und Zuseher können sich wahrscheinlich erinnern, oben in Judenburg. Und heute gehen wir ein bisschen in die Tiefe, wo der Matthias Katschnick eben zuständig ist. 3D. Jetzt habe ich mal so gesagt, die Welt gedruckt in 3D. Was würden Sie mit dieser Überschrift sagen? Bin ich schon nahe dran oder ist es doch ein bisschen übertrieben? Ja, das ist natürlich eine Überschrift, die sehr weit geht. Also grundsätzlich würde ich sagen, 3D-Druck ist durchaus eine Technologie, die ergänzend ist zu anderen Technologien. Spannende Sachen sind damit möglich. Zum Beispiel Häuserdruck, Betondruck, aber auch dezentraler Druck irgendwo, wo man halt Ersatzteile braucht etc. Aber auch in der Medizintechnik kann 3D-Druck durchaus die Forschung, Entwicklung weiterbringen und auch zum Patienten, Patientinnen wohl beitragen. Eben, und das sage ich deswegen, weil es geht vom Kleinsten, wie ich auch gelernt habe, von Florian Hampel bis zu den großen Dingen, die uns begleiten, von Häusern gar nicht zu reden. Mhm. Also das heißt, das Potenzial des 3D-Drucks scheint mir unerschöpflich. Ja, absolut. Also wenn man die Grenzen kennt, ist das Potenzial unerschöpflich. Wo sind denn die Grenzen? Sagen Sie es mir mal. Die Grenzen sind sicherlich dabei, wenn man sagt, okay, wie viele Produkte braucht man jetzt. Okay. Ne? Also es ist keine Massenfertigung an sich, wie zum Beispiel jetzt ein Fräsen oder ein Spritzguss. Aber grundsätzlich ist es durchaus, wenn man eben diese Grenzen kennt, ist es eine sehr, sehr spannende Technologie. Hm. Jetzt Ihr Unternehmen, für das Sie stehen, nämlich Hage 3D, steht jetzt für was? Also wie kann man sich Ihr Portfolio und Ihre Arbeit vorstellen? Mhm. Hage 3D kommt aus dem Maschinenbau. Wir sind auch eine Tochter von der Hage Sondermaschinenbau. Die wir ja schon vorgestellt haben. Genau, wo ja Hampel wo er schon da war und das wahrscheinlich grundsätzlich ganz gut vorgestellt hat. Also wir kommen aus diesem Maschinenbau, aus diesem innovativen Maschinenbau und stellen jetzt für die Industrie industrielle 3D-Drucker im Großformat her. Also wir reden da von Produkten, die schon über einen Meter groß sind und die können dann mit unseren Maschinen in der Industrie 3D gedruckt werden. Mhm. Und da ist das Board, also ihr macht, was kommt. Kann man sich das so vorstellen? Oder gibt es auch natürliche Grenzen, sondern das können wir tatsächlich nicht leisten? Ja, wir haben natürlich diese Sondermaschinenbauer-Gen in uns. Ne? Also normalerweise ist es schon so, man baut Serienmaschinen und dieses Portfolio steht und das kann man dann kaufen. Das kennt man ja aus vom Mediamarkt zum Beispiel. Ne? Aber grundsätzlich haben wir diese Innovation in unseren Genen und wenn jetzt natürlich ein Kunde oder eine Kundin sagt, okay, diese Maschine soll auf unsere speziellen Bedürfnisse konstruiert werden, dann sind wir die Ersten, die sagen, ja, geht nicht. Gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Das wird auch den Florian Hampel freuen. Mhm. Aber ihr habt natürlich so das, nicht nur Sondermaschinen gehen, sondern das Prototypen gehen auch. Also das heißt, es wird mal ausprobiert im 3D-Druck. Wie schaut das aus? Wie kann das funktionieren? Mhm. Das heißt, ihr oder sie und ihre Kollegen, gerade die Techniker, ihr müsst fit sein quasi in allen Dingen. Mhm. Kann man sich das so vorstellen? Also man sagt, das Verständnis für die Wünsche des Kunden in der Symbiose zu dem des Technikers, der sagt, es geht oder geht nicht oder ist vorstellbar oder probieren wir aus oder nicht, diese Spanne ist wie weit bei Ihnen? Die Spanne ist sehr spannend im wahrsten Sinne. Es ist schon so, dass man natürlich als Techniker grundsätzlich sagt, es geht sehr viel. Also man hat dieses, man will tüfteln, man will ausprobieren. Man muss aber immer aufpassen, was will der Kunde eigentlich schlussendlich. Ja. Ne? Weil es muss auch einen wirtschaftlichen Sinn machen, eine Maschine zu konstruieren. Ist doch klar, ne? Und dementsprechend ist diese Spanne immer wieder zu beachten und wir treffen uns sehr wahrscheinlich in der Mitte jetzt und dementsprechend glauben wir, dass unsere Maschinen am Markt sehr, sehr gut ankommen. Mhm. Und es geht eine Maschine raus, er tüftelt nach den Wünschen des Kunden, er tüftelt von Ihnen und Ihren Kollegen, die dann quasi so das Referenzprojekt dessen ist, was dann mal in Serie gehen kann, soll, mit dem entsprechenden Output, den sich der Kunde auch wünscht. Ne? Das ist ein sehr weiter Spagat, meine ich. Ja, ne? Absoluter weiter Spagat. Wir sind ja sehr gelenkig grundsätzlich. Ja. Wir sind auch immer wieder in Forschungsprojekten, also jetzt gerade mit dem RCB hier in Graz, wo es um Pharma geht. RCB ist was? Das ist ein pharmazeutisches Forschungsinstitut hier in Graz, weltbekannt. Und da haben wir seit 3 Jahren ein Forschungsprojekt laufen, wo es um Pharmaanwendungen im 3D-Druck geht. Okay. Und das ist eine sehr, sehr interessante Sache und das spiegelt auch das wiederum wieder, was diese Spanne sein kann. Wir entwickeln hier ein Gerät, das für Pharmazeutische
pharmazeutische Anwendungen, im Speziellen für Implantate, die unter die Haut geführt werden, die nur so im 3D-Druck hergestellt werden können, funktionieren soll. Aha, spannend, ja. Genau. Das heißt, wie gesagt, die Daniel-Düsentriebs müssen ein, zwei, drei sein bei euch. Mhm. Ich habe von Ihnen gelernt, also oder ich habe auch gelernt, Obdach ist Headquarter sozusagen und genau. In Graz, diese Achse runter hier, ist so Forschung und Entwicklung auch zu Hause. Genau, auch. Genau. Und dieser Pool, sage ich jetzt einmal, gerade in Graz, ist der für Sie gerade sehr inspirierend? Ja, sehr. Braucht das schon, also dieser Forschungs- und Entwicklungsstandort Graz? Ja, ich glaube, das braucht es auch, weil wir natürlich in Graz die Nähe zu den Forschungsinstituten haben. Mhm. Wir haben natürlich die TU Graz, wir haben Fachhochschulen, wir haben das Joanneum, das Campus nur zwei hier in Graz. Ja. Und aus dem lukrieren wir auch ja unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also das ist für uns sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig, wir gehen natürlich ein bisschen weiter weg, auch die Montanuniversität Leoben ist für uns sehr, sehr wichtig aus dem werkstoffspezifischen Hintergrund heraus. Mhm. Also diese Nähe zu den Hochschulen ist für uns enorm wichtig, für unser, eigentlich für unser Personalmanagement. Aber alles kann einmal, ich habe einen Gast hier mal gehabt, der für Wirtschaft in Graz steht, der sagt, ja, und jetzt frage ich nämlich Sie als Unternehmensvertreter, alles gut und schön in Graz mit Forschung und Entwicklung, aber was ihm ein bisschen fehlt im Vergleich zu Linz, ist dieses Silicon Valley Gehen, also wo die Strukturen viel gebündelter sind, man hat er sagt, jeder macht so sein Süppchen, man arbeitet schon da und dort zusammen, aber es könnte viel mehr Synergie mit dieser Manpower, die wir in Graz, mit den Hochschulen, die wir in Graz und Umgebung und in Leoben haben, passieren. Was würden Sie sich wünschen? Oder sehen Sie es ähnlich oder sagen Sie, na passt eh so? Das ist ein gutes Argument. In Linz hat man natürlich mehr Campus-Denken, sieht man schon bei der Johannes-Kepner-Universität. Hier wird dieses amerikanische Campus-Feeling realisiert. Ich glaube aber jetzt, dass wir mit der TU Austria ein gutes Konzept haben, dass die zumindest die technischen Universitäten mehr zusammenarbeiten und hier Synergien nutzen können. Also grundsätzlich gehen die Bestrebungen in diese Richtung. Das Argument ist ein gutes und ich glaube, dass man auch hier in Graz durch diese Aktionen, es gibt da mehrere Aktionen in die Richtung Zusammenarbeit, dass das sehr wohl noch Synergien heben kann. Also da ist noch Potenzial und Luft nach oben, wenn man es, aber der Boden passt. Also Sie sagen, Frau Hage, 3D, da sind wir gut zu Hause für das, was wir hier in Graz eben leisten. Absolut. Also das ist Weltklasse-Forschung, die hier in der Steiermark passiert, sage ich als Kärntner sogar. Ja, mit Recht. Und darauf wollte ich eben hinaus. Also wie ist denn die Strahlkraft, über die Stadt, Grazer Stadtgrenzen oder über die steirischen Landesgrenzen hinaus? Wer sind Ihre Kunden? Wie seid ihr da international schon aufgestellt? Ja, also wir sind natürlich im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz stark unterwegs. Deutschland ist unser Hauptmarkt, Hauptmarkt. Haben aber auch ein Joint Venture in China, also wir liefern schon nach China und schauen natürlich auch, was die Interesse. Und was darf das Know-how nicht gleich? Ja, das ist dahin was. Geht, gell? Ja, dann verkaufen wir lieber bei Kopier-WC. Ja, also da wollen wir noch einen Euro sehen. Ja, genau. Das kann man fast nicht verhindern heutzutage. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich immer weiter internationalisieren. Es ist nicht einfach, die Situation momentan, wie wir alle wissen, überhaupt keine einfache, schwierige wirtschaftliche Situation. Aber grundsätzlich wächst unser Markt. Fokus liegt aber in Deutschland. Liegt in Deutschland, aber in der Technologie des 3D-Drucks seid ihr führend, kann man das so sagen? Ja, also ich würde schon sagen, im deutschsprachigen Raum sind wir sicher eine sehr, sehr bekannte Größe. Aufgrund der Tatsache, dass wir wirklich einen sehr robusten Maschinenbau liefern und das ist nicht überall der Fall. Wir kommen eben aus diesem innovativen Maschinenbau raus und das ist eigentlich einzigartig. Eben, ja, und weil es ja nicht nur um einfach, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, Standard-Ideen geht, sondern Sondermaschinen haben in ihrer Natur, dass sie eben Sondermaschinen sind und da gehört auch was ausprobiert und da gehört auch die Flexibilität, dass ihr das leisten könnt. Was auch dazu gehört, hat der Herr Katschnick auch das Gehen zum Scheitern, weil das ist ja das Forschergehen, man muss eine gute Scheiterkultur haben, damit man auch als Forscher und Entwickler und Techniker gut leben kann, oder? Ja, also wenn Sie jetzt die rationale Antwort haben wollen, grundsätzlich natürlich im Scheitern ist natürlich ein Lernprozess und wer nicht scheitert, lernt nichts. Und wer nicht einmal oder mehrmals gescheitert ist, wird nie wirklich gut. Emotional betrachtet ist Scheitern natürlich eher etwas, was man nicht haben will. So ist es.
Wenn wir uns jetzt aber noch anschauen, wohin die Reise geht, ist das gerade in dieser Technologie überhaupt so absehbar? Wir haben in vielen Technologien eine enorme Dynamik, die uns oft links, rechts überholt. Dazu haben wir, wie Sie es schon gesagt haben, oft auch schwierige Rahmenbedingungen, die natürlich an sich bewegen, braucht man zumindest eine gewisse Grundflexibilität. Aber was meinen Sie denn, wohin geht da die Reise? Und wenn Sie ein Wunschdenken haben, was braucht es dazu? Also was ist so perspektivisch denkbar, was in 3D und in der 3D-Technologie noch alles möglich ist? Ja, also ich glaube, wir haben das, die Themen heute schon ein bisschen angeschnitten. Also gerade zum Beispiel im Hausbau ist das oder im Gebäudebau ist der 3D-Druck für mich sehr interessant. Man kann teilweise Gebäude, die Monate brauchen im Aufbau, kann man in Stunden herstellen. Die stehen dann da als fixfertige Gebäude. Genau, sie brauchen natürlich noch das Innenleben, aber diese Grundmauern stehen. Also das ist ein sehr spezielles Material, also spezieller Beton, der dann aufgedruckt wird und das kann sehr schnell passieren. Und wie geht es da? Nur jetzt ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wenn man sich das jetzt für den einfachen Häuselbauer, wer das halt noch kann, ist eh hoch heraus. Ne? Aber gesetztenfalls, und der bekommt empfohlen, mach's doch in 3D. Ist wahrscheinlich kostengünstiger und geht vor allem schneller. Kostengünstiger, ja, nein. Okay, nein. Die hat man dazu. Aber wer überlegt hat. Wer überlegt hat schon. Nein, das ist auch nicht der Kern meiner Frage, sondern auch das Vertrauen in solche Technologien. Also wer jetzt sein Eigenheim in 3D druckt, gibt es da Barrieren? Haben Sie sowas festgestellt oder ist das vorstellbar, wo man sagt, mir ist schon lieber, da kommt der Hermann Mayer und baut mir die Ziegel nebeneinander. Ja, der wird vielleicht sogar teurer sein als der 3D-Druck. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass der 3D-Druck für große Gebäude interessant ist. Ne? Ja, da brauchen wir schon Volumen, das man bewegt. Das für kleine Gebäude, das ist irgendwie... Das zahlt sich nicht aus. Okay. Da kommt der riesen 3D-Drucker daher und das wird dann aufgebaut. Ich meine, das ist vielleicht spektakulär für die Nachbarn schlussendlich, aber ist natürlich für Einfamilienhäuser sicher nicht zielführend. Aber große Gebäude schon und da ist dann auch alles stimmig. Das steht so wie ein herkömmlich gebautes Haus. Das steht so wie ein herkömmlich gebautes Haus. Es schaut das sehr interessant aus. Es hat eine spezielle Oberflächenstruktur. Das sieht man von Weitem, dass das 3D gedruckt ist. Ne? Ja. Und dementsprechend ist es natürlich auch für Architekten und Architektinnen total toll, dass sie diese neue Technologie auch herzeigen können. Es wird auch in der Optik des Gebäudes dann integriert und das macht es natürlich doppelt spannend. Okay. Also da ist sicher noch viel Potenzial. Absolut. Und mit dem Potenzial wahrscheinlich, wenn es schneller geht, vielleicht um die Frage nochmal abzuholen, ist es ja letzten Endes auch wirtschaftlicher irgendwann einmal, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, natürlich. Also wenn ich anstatt Monate nur mal Stunden brauche, ist das wirtschaftlicher. Unglaublich, ich kann zuschauen dabei. Ne? Ich kann wirklich zuschauen, ja. Das wird innerhalb von ein paar Stunden aufgebaut und auch in Gegenden, wo eben diese Logistik nicht so da ist. Ja. Ne? Also wo man das ganze Material hinliefern sollte. Das kann man ja dort abmischen. Also dieser Werkstoff wird da an der Baustelle abgemischt und aufgedruckt. Was sind das für Werkstoffe? Ich frage jetzt da und dazwischen, Entschuldige, aber ja, das ist interessant. Was sind das Werkstoffe? Das ist ein spezieller Beton, der sehr schnell aushärtet und sehr schnell finale Eigenschaften des Betons bekommt. Also der ist sehr schnell härtend, sehr schnell in der Performance, so wie er sein sollte. Okay, das braucht man für diese spezielle Technologie. Und deswegen auch schnell gearbeitet? Genau. Das kennt man ja von daheim, dass das nicht allzu lang dauern darf, weil kann man Putzen anfangen. Ja. Aber grundsätzlich ist das da noch viel schneller in dem Sinne und hat sehr viel Werkstofftechnologie erfordert, dass das funktioniert. Deo Graz hat da sehr stark mitentwickelt übrigens auch. Okay. Das heißt, jetzt abseits der Sondermaschinen, wo es das für Hirnschmalz von der Serienfertigung ist, das schon eine Liga, Gebäude zu bauen, wo man sagt, dort 3D noch viel mehr Zukunft, als wir uns jetzt vielleicht noch vorstellen können. Da hat 3D noch sehr viel mehr Zukunft und vielleicht noch Ansatz, weil Sie gefragt haben, Zukunftspotenzial. Jetzt haben wir natürlich sehr groß, man kann natürlich in sehr kleine gehen und gerade in der Medizintechnik, wo man zum Beispiel Wirkstoffe in Implantate zielgerecht einbringen kann, in die äußersten Schichten, da reden wir vom Mikrometer, das ist Haaresbreite, dort kann man spezielle Wirkstoffe über den 3D-Druck einbringen und hat dann komplett andere, zum Beispiel Implantatfunktionen, die nicht nur als Implantat wirken, sondern auch wie eine Tablette am Ort des Geschehens Wirkstoffe abgeben, dann spart man sich die Medikamenteneinnahme über Jahre, Jahrzehnte. Genau, also das hat natürlich hohes Potenzial in der Medizin, ist klar. Vielleicht noch abschließend, weil wir über den Standort Graz und über die Daniel-Düsentriebs in dieser Stadt gesprochen haben. Wahrscheinlich auch das Interessante in Ihrer Branche ist es, dass Sie natürlich Kompetenzen, Sie haben sie ein bisschen durchklingen lassen, von Technikern in allen Bereichen eigentlich brauchen können. Absolut, Querdenker und Spezialisten
alles ist gefragt. Also man ist da nicht einschienig unterwegs, scheint mir, was diese Technologie betrifft. Also wir brauchen in Wahrheit Werkstoffwissenschaftler, wir brauchen Kunststofftechnikerinnen, wir brauchen Maschinenbauer, also wir brauchen Konstrukteure, Software-Spezialisten, ein sehr gefragtes Feld, wo es immer weniger Leute im Personalpool gibt, leider. Ne? Und dementsprechend, es trifft übrigens auch auf die Kunststofftechnik zu, ist nicht sehr beliebt momentan, weil Kunststoff ein sehr schlecht. Kunststoff ist leider Kunststoff, ich sage jetzt extra nicht Plastik, aber grundsätzlich sehr zu Unrecht einen schlechten Ruf bekommen, aber dementsprechend, wir brauchen die komplette Bandbreite an Fachkräften, um eben das zu realisieren, was wir am Markt dann verkaufen können. Und das sind, wie gesagt, in einer Zukunftstechnologie. Es ist eine Gegenwartstechnologie, keine Frage, aber mit viel Potenzial für die Zukunft. Mhm. Lieber Katschik, hochspannend. Bleiben Sie dran. Mhm. Und ich hoffe, wir haben auch ein paar Leute begeistern können für diese Technologie, so sie noch welche suchen, weiß ich ja jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn es Zukunftspotenzial hat, braucht man immer wie viele Leute, die doch ein paar Ideen mehr und Kompetenzen mehr einbringen. Ich danke schön, dass Sie mein Gast waren. Ich danke. Alles Liebe an Ihre Kollegen und Ihnen, meine Damen und Herren, wie immer das große Dankeschön von dieser Stelle fürs Zuschauen. Alles Gute, wir sehen uns. Wie immer an dieser Stelle kommen jetzt unsere Kanal 3 Kurznews. Jedes Jahr am Tag der Arbeit besuchen der Landeshauptmann sowie Regierungsmitglieder, zahlreiche Abgeordnete sowie Funktionäre in der ganzen Steiermark Menschen an ihrem Arbeitsplatz und bringen ihnen ein Frühstück oder eine Jause vorbei. Auch in diesem Jahr hat es ein symbolisches Dankeschön gegeben für den Einsatz und die Bereitschaft, auch am Feiertag für das Wohl der Steirer zur Verfügung zu stehen. Die UN-Kinderrechtskonvention betont den Wert des Spielens für jedes Kind. Jedes Jahr im Mai möchte der Weltspieltag auf das Recht auf Spiel aufmerksam machen. Unter dem Titel Schluss mit der Einfalt, es lebe die Vielfalt, setzt sich heuer Fratz Graz als Fachstelle für Spielräume für die Schaffung, Verbesserung, Belebung und Erhaltung von kinder- und jugendfreundlichen Spiel- und Lebensräumen in der Steiermark ein. Ich habe es schon oft gesagt und ich sage es wieder, schade, dass unsere Sendung immer so schnell zu Ende geht. Aber dafür gibt es uns ja nächste Woche wieder mit neuen Themen aus der Steiermark. Vergessen Sie nicht, wieder einzuschalten und auch auf YouTube, Facebook oder Instagram vorbeizuschauen, falls Sie uns versäumt haben sollten. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.